Leute, den hier feiere ich gerade mega. Suburbs, Botten, grüne Augen, braune Locken, Tians, Rocken. Halbe Kiste, wenn wir shoppen. Den Berliner Rapper Paschanim pumpt man am besten im Auto. Schababs, Botten, grüne Augenbrauen, Locken. Wer Paschanim ist und warum 2020 sein Jahr werden könnte, das seht ihr jetzt. Paschanim. Spätestens seit Schababs Botten letzten Sommer haben ihn viele auf dem Zettel. An Sarazin will ich verdienen, bin in Berlin, Sensen und jede Woche Teledin, Mering am Fucker, Wasser oder Lean. Er ist einer der spannendsten Newcomer gerade. Paschanim, Schabbas Botten. Bruder, das ist chillig hier. Der hat fertig gemacht, das was? Das ist Slime, Bruder, das ist Slap. Der ist Slime, der ist Drip, das ist Wet, das ist krank, Bruder. Krank. Schabbas Botten. Bisher weiß man über ihn aber echt wenig. Okay, er kommt aus Kreuzberg, wahrscheinlich so Richtung Meringdamm. Aber mehr eigentlich nicht. Aber ich habe mich mal durchs Internet gewühlt und will ihn mal ein bisschen vorstellen. Hey yo, sag mir, wo du bist und ich komm dann zu dir. Vor dich ist Berlin und just work noch zum Vier. Also, ganz von vorn. Paschanim heißt eigentlich Can, ist 19 Jahre alt, in Berlin geboren und rappt seitdem er 12 ist. Er ist ein totaler Filmfreak und arbeitet neben seiner Rap-Karriere als Kameramann und Regisseur. Er macht sogar seine Videos selbst. Ich zieh kleine Scheine in mein Haus eingang. Dieser ruft mich an, wenn du rauskommen kannst. Blaue Tracks, du drop ich auf entspannt. Simba Double Cup, RB Rauch 2 Gramm. Beteiligt war er außerdem noch an Videos von Juju. Alle rasten aus, weil ich rappe gerade live, bitch. Ja, ich hab es drauf, ich gehöre auf die 1, bitch. Nura. Ich bin deine und Casper. Ich lieb die Stimmung kurz bevor hier alles hochgeht. Mit seinen Homies RB030 und Simba hat er vor 3 Jahren das Künstlerkollektiv Playboys Mafia gegründet. Die drei sind dicke Kumpels und kennen sich schon seit Jahren. Ihr Ziel? Klar. Deutschrap retten. Muss auf was, dann doch ich kann's. Deutschrap retten, ich kann's. Er pusht seinen Hype mit Tracks, die immer wieder bei Instagram oder Soundcloud geleakt werden. Schade, es ist kalt draußen und doch windig. Ich hab dich so gemeint, sei nicht so unfindig. Sackerwasser ist dann 2018 das erste Ding, was die Leute auf ihn aufmerksam macht. Er hat sich sogar eine Flasche Sackerwasser auf dem Bauch tätowiert. Kauf mir Sackerwasser, okay. Sie sagt Pascha, komm vorbei und ich bleib über Nacht an Nacht da. Okay. 2019 haut er dann das Video zu Homicides raus. Ich mach ein Homicide noch heute Nacht. Ein Schiff mit RB am Block um mein Bach. Extended Choppers ist trapped in der Stadt. Pascha ist Kaffer seit 2 Tagen wach. Als Feature-Gast ist Chapo 102 von den 102 Boys dabei. Wie BAZ sind es gute Kumpels von Paschanim und der Playboys Mafia. Siehst du die Jungs, Lungen gebumst. Körper macht Faxen und ihr nennt das Kunst. Immer auf Wachse belastender Sumpf. Ich lager den Batzen im Adidas-Strumpf. Ich finde das alles ja ziemlich geil. Was ist euer Lieblingssong von ihm? Schreibt's in die Kommentare. Schababs Botten droppt nur ein paar Wochen nach Homicides und ist mit Millionen Views auf YouTube und TikTok der erste richtige Hit. Halbe Kiste, wenn wir shoppen. Okay. TikTok hat das Lied krass gefickt. Also voll viele TikToker benutzen das halt im Hintergrund. Schababs. Ja, das stimmt. Da habe ich das gesehen. Da hast du's gehört. Ja, genau. Vor ein paar Wochen hat Paschanim seine nächste Single gedroppt. Hauseingang, für mich sein bester Song bisher. Yo, ich zieh kleine Steine in mein Hauseingang. Dieser ruft mich an, wenn du rauskommen kannst. Blaue Tracks, du drop ich auf entspannt. Simba Double Cup, RB Rauch 2 Gramm. Mich erinnert es an die frühen Sachen von Young Huren. Nicht unbedingt die Art zu rappen oder die Texte, sondern vom Vibe her. Nein. Nein. Produzent Stickel hat den Beat für Hauseingang geliefert. Neben Arbeiten für Apache macht er auch schon lange Sachen mit Young Huren zusammen. Diesen frühen Live from Earth Sound kann man auch bei Paschanim raushören. Dieses melancholische, bisschen kaputte und traurige in seiner Stimme schafft eine super krasse Atmosphäre. Namen auf der Haut, Prada Back vom Bazaar. Alte Liebe in mein Traum, neue Liebe in mein Arm. Wir sind Engel doch gefallen, 2000 in Berlin. Heute fahren wir durch Schutt und wollen Tausender verdienen. Oft sind die Songs von Paschanim keine 2 Minuten lang, wie man es vom Punk kennt. Die Instrumentals sind sehr minimalistisch, sehr modern, sehr cool. Das sind meistens nur Beatgerüste. Zusammen mit der visuellen Ebene funktioniert es auch echt richtig gut. Die Videos sind ausgecheckt, alle voll cool. Das wirkt so ein bisschen, als wäre es nebenbei DIY-mäßig wie eine Doku gedreht.
mit auf den Hut, chill mit Shabab, wie und du dies auf wie jeden Tag. Als Regisseur versteckt er auch eine Menge Filmreferenzen in seinen Videos. Szenen aus Hauseingang erinnern nicht ohne Grund an den Film Kids von 1995, einen der Lieblingsfilme von Can. Paschanim schafft es, eine Brücke zwischen Straßenrap und Artschool-Hip-Hop zu schlagen. Ohne Gangster-Blabla erzählt er authentisch vom Packsdrücken, weiß aber auch, was das Centre Pompidou ist. Das ist eigenständig und deshalb voll interessant. Ziemlich spannende Kombi. Von der Playboys Mafia wird dieses Jahr bestimmt noch einiges kommen. Paschanim und Simba halte ich für mit die spannendsten Underground-Rapper, die es in Deutschland gerade gibt. BPS2, ja, ja. Street Fighter 3, ja. Chill mit Nathai, Fanta kein Chai. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Ich finde, die können der Szene nur gut tun. Was meint ihr? Wie findet ihr Paschanim? Schreibt's in die Kommentare. Übrigens, meine liebe Kollegin Jule Wasabi vom Puls Deutschrap Podcast Schacht und Wasabi feiert Paschanim schon lange und sieht ihn als einen der Newcomer 2020. Wenn ihr den Podcast Schacht und Wasabi mal live sehen wollt, dann habt ihr am 4.2.2020 auf dem Puls Podcast Festival in München die Gelegenheit dazu. Alle Infos und Tickets gibt's auf podcastfestival.de. Und sonst, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr immer am Start bleiben wollt mit aktuellen Musikthemen, dann lasst mir ein Abo da, macht die Glocke an. Ciao, bis nächste Woche.